3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fable 2. Das letzte Mal, als wir hier waren, beziehungsweise als ich hier angekommen bin, hat Theresa was gesagt, was ich leider nicht mit aufnehmen konnte. Nämlich, sie meint, dass unsere Rückkehr zu Reaver sicher spannend wird und wenn wir noch was zu erledigen hätten, sollten wir das jetzt tun. Es wäre nämlich unsere letzte Gelegenheit. Aber das haben wir ja alles schon erledigt, weil ich denke ja im Voraus, weißt du. Also können wir jetzt einfach mal zu Reaver gehen und sehen, was der Abend so bringt. Oder eher die Nacht, weil es ist jetzt 12. Fertig! Und wird es auch wie ich aussehen? Ganz genau wie ihr, mein Herr. In 3 Monaten ist das Bild verwickelt und... 3 Monate? Das bringt mir gar nichts. Schwein. Aber nicht so lebhaft wie früher. Diese Richter können ein Ärgernis sein, was? Ich bin euch überaus dankbar, dass ihr dieses Siegel abgeliefert habt. Ich muss etwas gestehen. Als ihr weg wart, habe ich mir gedacht, dass Lucien vermutlich etwas sauer darüber ist, dass ihr ohne seine Erlaubnis verschwunden seid. Vielleicht sauer genug, um viel Gold zu zahlen, um euch wiederzubekommen. Und wisst ihr was? Ich hatte recht. Es war schön mit euch, aber jetzt muss ich euch leider zum Turm zurückbringen. Luciens Männer werden gleich hier sein. Also gut, was genau war das? Reaver, die Stadt wird angegriffen! Von einer Armee! Dutzende von Luciens Männern! Und der Verantwortliche ruft, findet diesen Reaver! Mich? Lucien und ich hatten eine Abmachung. Wie kann er mich verraten? Und das, wo ich doch gerade versuche, euch zu verraten. Wie ärgerlich. Lasst uns doch diesen praktischen Fluchttunnel nehmen. Tja, geschieht dir recht, würde ich meinen. Und da müssen wir Reaver wohl mal folgen. Ab in den Keller. Reavers Hintereingang. Ich hoffe, das ist nicht das, nach was es sich anhört. Weil ich habe gar nicht meine Lederklamotten bei. Diese Tunnel haben Schmuggler angelegt. Sie wurden bestimmt 300 Jahre nicht benutzt. Ich habe sie ja benutzt. Genau. Ich habe mich damals mit Ursula getroffen. Und Penelope hat es herausgefunden und das Haus angezündet, während ich schlief. Mit Andrew, glaube ich. Tja, aber das muss 200 Jahre her sein. Lucien benutzt große Scherben, um hunderte Männer nach Bloodstone zu bringen. Ja, es sieht so aus, als will er uns unbedingt behalten. Und ja, das finde ich halt nicht so in Ordnung, deswegen... Ach egal, das regle ich jetzt mal auf die eher schlagkräftige Art. Die Explosion mich immer noch erwischt hat. Natürlich quellen die aus dem Fels heraus.
Wir haben Turm ja gesehen, wie viele Männer er hat. Nämlich unendlich viele. Leider habe ich nicht genug Reichweite. Die einzige nicht-legendäre Waffe, die man eigentlich braucht oder haben sollte, ist genau wegen der Reichweite das Meister-Steinschlossgewehr, wo du gut 100 Meter weit mit schießen kannst. So. Zumindest habe ich die alle gut erwischt. Aber egal, gehen wir mal hoch und geben den anderen, die übrig sind, noch ein paar Kugeln. Und der ist sowieso weg. Und hier drin gibt es eine kleine Truhe. Gelehrten Könnenstrank. Na gut, macht Sinn. Immerhin sind wir ja beim Könnensheld. Aber da hätten sie ruhig mehr als einen Gelehrten reinpacken können, sondern Stufe 5. Also einen Expertentrank. So, wenn ihr so spielen wollt, prügel ich mich doch gerne mit euch. Und auch tot. Ich finde das Konzept deswegen mit der Erfahrung hier eigentlich ziemlich dämlich. Habe ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Man frisst wortwörtlich die Erfahrung von anderen. Hättest du nicht einen Schritt nach vorne gehen können, um die besser zu treffen? So, da hinten ist zwar eine Truhe, aber die ignoriere ich einfach mal und esse einen Apfel, um mich ein bisschen zu heilen. Gut, der ist ein bisschen nach oben geflogen. Die ganzen Kerle da zu erledigen, ist echt mit der Pistole so eine Sache. Waren da unten nicht welche? So viele. Mal abwarten. Ja, da oben kommen noch welche. Das war dann jetzt hoffentlich der letzte. Wenn nicht, mir egal, ich verpiss mich einfach. Jetzt muss ich nur hoffen, dass wir den einen Bug nicht haben, bei dem Reaver nicht mit runterspringt. Wahrscheinlich haben wir ihn doch. So, runter. So. Kommen hier noch welche? Ja, natürlich kommen hier noch welche. Wie ich die da oben natürlich nicht anvisiert bekomme. So, aber zumindest sind wir rausgekommen.
Sie hatte recht. Sie sind hier. Schön, euch zu sehen. Haben wir etwas verpasst? Klingt nach einem Massaker. Sind die Soldaten weg? Weit weg, will ich hoffen. Ich weiß nicht, wie lange ich das Morden noch aushalte. Balverin und Banditen, wohin man sieht. Und für jeden Getöteten tauchen zwei neue auf. Das ist ja hochspannend. Ich bin gerührt. Und tschüss. Oh ja. 3, 2, 1. Und all die Kabelmonster im Tunnel werden jetzt Kopfschmerzen haben. Und so habe ich uns alle gerettet. War das nicht nett? Und gleich werde ich sicher auf meinem Fluchtschiff davon segeln. Meiner Meinung nach sind wir quitt. Ich glaube nicht. Orbital Strike, tot. Und da kommt sie. Große Scherbe. Hättet ihr ruhig mal mit scharfem S schreiben können? Zerstören, um zu entkommen. Obwohl, nee. Gehe ich in Nahkampf. Oder auch nicht, weil die alle ein bisschen auf mich drauf gehen. So. Schlecht. Genau deswegen hatte ich mir damals auch den Blitz gemacht. Weil wie man sieht, du haust circa die Hälfte von allem mit dem Teil weg. Ich wollte die Scherbe erwischen. Weil hier die sind halt komplett egal, aber so eine kleine Scherbe ist doch ein bisschen was anderes. Gut, zumindest hat er sich so weit runtergehauen, da muss ich nur gerade aufkriegen. Sie ist weg. Ich muss nicht nochmal alles geben, weil, ja. Willst du mich verarschen? Das Teil hat nicht mal einen Millimeter Health. Schlecht. Der ist weg. Dann machen wir das halt so. Hundi geht's nicht sonderlich. Aber wie ich sehe, sind wir bei der Zeit. Und dann mache ich hier Schluss und dann sehen wir beim nächsten Mal, wie es weitergeht, wenn es wieder heißt Let's Play Fable 2.